Hallo zusammen zu diesem neuen Video heute mit dem ersten Rennen auf der Rennstrecke in Saudi-Arabien. Eine Strecke von drei, die nachträglich in F1 2021 hinzugefügt wurde. Und wir fahren heute in diesem Video das erste Rennen, ein 50% Rennen auf diesem Kurs. Wir sind die Strecke ja schon mal gefahren, allerdings in Assetto Corsa in einem Mod. Unbedingt auch nochmal auschecken, das Video, das war richtig verrückt. Und wir schauen heute das erste Mal rein in diese Strecke und wir nehmen heute mal den Williams und wir schlüpfen in die Rolle von George Russell und gehen gleich mal in den Qualifying und dann gibt es ein kleines 50% Rennen. Let's go. Und da sind wir schon im Qualifying des neu erbauten Stadtkurses. Sieht echt hübsch aus, ist sehr schön geworden auf den ersten Blick, aber schauen wir gleich mal auf die Strecke, wie die so gelungen ist. Wir fahren zu auf die letzte Kurve und gehen jetzt gleich in eine erste Hotlap mit dem Williams. Das erste Mal im Qualifying hier auf dieser Strecke. Rein geht's. Auch eine sehr lange Startzielgerade. DRS geht auf. Mal schauen, ob die Strecke dem Williams entgegenkommt. Wahrscheinlich eher nicht vom Topspeed her. Und die Strecke ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht mal fertig gebaut. Und wir gehen hier schon mal rein in die erste Schikane. Nehmen die Curbs ordentlich mit. Kann man ordentlich an der Mauer entlang fahren. Maximale Streckenbreite ausnutzen, hart runterbremsen für die nächste. Auslaufzonen sind sehr großzügig. So, Doppel-Links haben wir ein bisschen verpasst. Weit raustragen lassen, wieder eng die nächste Kurve nehmen. Also sehr schwer, die Ideallinie zu treffen, wirklich sehr schwer. Da bin ich mal gespannt, wenn die Fahrer da zu weit rauskommen, ob es dann Strafen gibt. Wenn man die Strecke ein bisschen anders interpretiert. So, langgezogene Links, wieder früh aufs Gas, ganz eng an der Mauer entlang. Auf die nächste lange geschlängelte Gerade. Runterbremsen, wieder ein bisschen verpasst. Und an der Mauer geschrammt. Das wird böse enden in der Realität. Wenn man hier die Mauer so touchiert mit dieser Geschwindigkeit, geht's rein, wieder hart runterbremsen. Wieder aufs Gas. Und wieder Vollgas durch dieses Geschlängel durch zwischen den Leitplanken. Also die Strecke hat es wirklich in sich. Nicht nur in Assetto Corsa, sondern auch hier und wahrscheinlich auch in der Realität. So, haben wir die letzte Kurve ein bisschen verpasst. Der S geht nochmal auf und wir beenden die erste Runde hier. Das Qualifying ist durch und wir sind mit dieser Runde, die im Übrigen nicht ganz sauber war, wir hätten einige Kurven besser nehmen können und vielleicht die eine oder andere Stelle, sind wir zu weit rausgekommen, aber wir sind auf Platz 16 gelandet und Latifi, der Teamkollege, auf der 18 und so starten wir jetzt einfach mal rein in ein erstes Rennen. Los geht's. Und ab geht's ins Flutlicht. Herzlich willkommen in Jeddah zu einem Weltklasse-Motorsport-Event. Der große Preis von Saudi-Arabien geht gleich los. Sieht echt mega aus, richtig schön beleuchtet. Mega gemacht. Werfen wir einen Blick auf die topografische Karte des Jeddah Street Circuit. Wie Sie sehen können, müssen die Fahrer hier ein paar sehr anspruchsvolle Kurven meistern. Es wird sich also zeigen, wer aus dem Training dieses Wochenendes das meiste machen konnte. Und wie viele Straßenkurse ist es auch hier eine Strecke, bei der Fahrfehler meist teuer werden. Also hoffen wir mal, dass im Rennen das Safety Car nicht raus muss. Okay. Stefan Römer ist heute Aston Martin Safety Car. Ich bin sicher, dass in der nächsten Stunde oder so einige überraschende Wendungen auf uns warten. Nun, was hältst du von Max Verstappen? Nun, das war schon eine beeindruckende Qualifying-Runde, mit der diese Pole Position geholt wurde. Aber kann die Führung auch bis nach Kurve 1 gegen so viele schnelle Starter verteidigt werden? Abgesehen davon kann es natürlich passieren, dass irgendein Vorfall in Kurve 1 das Rennen komplett auf den Kopf stellt. Hoffen wir mal, dass alle das Rennen heil überstehen. Und da stehen wir schon und wir schauen ganz kurz noch auf die Strategie, die vorsieht, dass wir einen Boxenstopp machen und mit den Softs starten. Ich glaube, wir starten jetzt einfach mal auch auf den Softs, denn ich glaube, die KI wird auch die gleiche Strategie wählen. Also von dem her schauen wir einfach mal, dass wir ähnlich fahren wie die KI, um hier ordentliche Fights hinzukriegen. Und in Runde 10 gehen wir dann rein in die Box und dann starten wir mal los. Rein geht's ins Rennen auf der KI, Schwierigkeit 95 heute. Da es die ungefähr sechste Runde ist, die wir hier verbringen. Rein geht's. Ganz vorsichtig. Legen wir mal los. Fahren zu auf die erste Schikane. Folgen mal Vettel in die erste Runde hier. Einfach mal gut durchkommen, die erste Runde. Latifi ist da schon vorbeigegangen. Latifi mit einem guten Start. Wir sind erstmal ein bisschen zurückhaltend. Wir sind vorsichtiger.
Bremse uns innen rein. Geht gut. Seite an Seite mit dem Teamkollegen. Der ist immer noch aus. Steckt jetzt aber zurück. Noch ein bisschen Zeit verloren. Sind aber durch. Muss man echt aufpassen, dass wir nicht zu weit rauskommen hier. So, und gucken, dass wir an Vettel dranbleiben. Vettel gegen Räikkönen. Vettel geht innen durch. Jetzt geht's rein. Nochmal in die schnelle links. Richtig schnell geht's durch. Wieder früh am Gas. Gucken, dass wir nicht das Heck verlieren hier. So ein bisschen vorsichtig sein. Machen wir nochmal ERS an. So, ganz eng nehmen wir den Curb für die nächste lange Gerade. Das ist einfach so unglaublich schnell. Und schauen wir, ob wir hier Räikkönen folgen können mit dem Williams. Und wieder Vollgas. Es ist einfach so ein kranker Vollgasanteil. Wow, wow, wow. Also wenn du jetzt abfliegst bei dieser Geschwindigkeit, also Halleluja, da ist das geboten dann, wenn du da an der Leitplanke landest. Also, aber wir haben die erste Runde überlebt, Leute. Letzte Kurve. Oh, oh, oh. So, vorsichtig am Gas. Rein geht's. Wir sind 16. aktuell und folgen Räikkönen. Räikkönen ist echt schnell unterwegs. Der Williams hat hier nicht die Topspeed, da richtig gut mitzugehen. Wir haben da ein bisschen Schwierigkeiten, Räikkönen zu folgen. Rein geht's. Runde 2. Ohne Flügelschaden bisher durch. Schauen wir, ob das so bleibt oder ob wir einmal noch Flügel tauschen müssen in diesem Rennen. So, doppel links haben wir gut erwischt. Ganz eng. Jawohl, da sind wir nah dran. Yes, man. Der S haben wir noch nicht. Der S geht noch nicht auf, aber wir gehen nach links. Come on, come on, geil. Ja, bisschen zu vorsichtig reingefahren. Hätten wir ein bisschen mehr attackieren müssen. Aber wir bleiben dran an Räikkönen. Räikkönen und Vettel, das wären vielleicht so die Hauptkonkurrenten in diesem Rennen. Wieder zu spät gebremst. Müssen wir ein bisschen über den Curb. Bin ich mal gespannt, ob es da andere Auslaufzonen dann gibt, wenn man sich verbremst. Ob man da irgendwo sich links einordnen muss. Und wieder Vollgas. Es ist abartig krank einfach nur. Und wir warten auf das DRS, bis es dann freigegeben wird. Es ist schwer. Der erste Sektor ist mega schwer zu fahren. Aber wir sind dran und wir machen das DRS auf. Aber Räikkönen hat auch DRS. Das heißt, hier geht es noch nicht vorbei. Raus geht's wieder. Ja, die sah schön aus. So, jetzt nicht verbremsen. Nächste Rechtsknick. Also ein bisschen früher. Es ist unglaublich. Also wenn du da einen ordentlichen Motor hast, einen sehr flachen Flügel, dann hast du hier beste Karten. Also das ist ja unnormal. Nochmal geht's rein in die letzte Kurve. Bremse auch nochmal runter. Wir sind ganz nah hinter Räikkönen. Räikkönen hat kein DRS mehr. Kann sich nicht verteidigen. Das heißt, wir müssen jetzt den Angriff gehen eigentlich. Jawohl, da kommen wir ran, da kommen wir ran. Da verteidigt er links, aber wir gehen innen rein. Bisschen zu spät. Bisschen zu spät, es war grenzwertig. Aber es war, glaube ich, gab keine Berührung. Sind wir gut durchgekommen. So, also Räikkönen haben wir. Oh mein Gott. Und jetzt geht's weiter im Takt. Bisschen noch nach vorne wäre gut. Wir gehen rein in die 9. Runde gleich. Und wir haben richtig Probleme, hier dem Feld zu folgen. Schaut euch das an, wie viel Rückstand wir schon haben auf Vettel. 5 Sekunden. Und hinten kommt Räikkönen angedüst. Und wahrscheinlich wird das jetzt hier ein Kampf gegen die Alphas werden in diesem Rennen. Denn der Williams, der hat nicht die Topspeed, um da mitzugehen mit dem restlichen Feld. Beide kommen angeflogen. So, wir müssen bald in die Box. Die Kurven kriegen wir schon nicht mehr. Es wird schon ganz schwer hier mit dem Grip. Räikkönen kommt da mit Riesenschritten einfach näher. Oh mein Gott, schau mal an. Ich krieg die Kurven gar nicht mehr. Und jetzt ist er drin im DRS. Geht außen. Können wir da vielleicht nochmal vorbeigehen? Nein, Räikkönen geht durch. Räikkönen durch. Da können wir vielleicht nochmal zurück. Nee, das ist zu gefährlich hier. Verbremse uns sogar ein bisschen. Nein, nein, nein. Zustand des Autos.
Be careful with the front wing. You've taken some minor damage. Try not to push so, the tire jetzt haben wir ein Problem. You're probably losing some grip at this point. Wir haben ein Problem. So, der Frontflügel ist leicht beschädigt. Es war eine kleine Berührung mit der Mauer, eine ganz kleine. Aber ich weiß nicht, ob es sich das lohnt, den zu reparieren gleich schon. Wir gehen nochmal rein. Können von beide mal nochmal die Tür zu. Oh mein Gott. Caution, caution. Wir haben gelb, wir haben gelb. Der Flügel geht nochmal auf. Ich glaube, der Frontflügel funktioniert noch. So, Ocon wird langsam. Ocon hat ein Problem. Oh, wir haben während gelb überholt. Das war natürlich jetzt ungeschickt. Das war ein sehr blödes Timing. Raikön geht wieder durch und Ocon ausgeschieden. Oh ja, der Frontflügel, der wirkt sich definitiv aus. Also hier brauchst du durch die S's genug Abtrieb. Keine Chance. DRS haben wir aber noch. Aber wir müssen definitiv jetzt den Flügel wechseln. Zustand des Autos. Mind that front wing. It'll need replacing if it takes too much damage. Grip is probably dropping due to wear, so don't be too aggressive. Wir müssen einfach jetzt aggressiv fahren. Tut mir echt leid, Chef, aber wir müssen jetzt... Ja, der Frontflügel ist minimal angeknackst. Ja, wir können Raikön nicht mehr folgen. Also selbst auf dieser Strecke können wir hier nicht mit einem ganz leicht angeknacksten Frontflügel unterwegs sein. Es geht einfach nicht. So, und der andere Alpha macht jetzt auch Stress. Wir gehen jetzt rein. Boxenstopp. Pitting this lap then. Come into the pits at the end of this lap. So, ich kenne gar nicht mal die Boxeneinfahrt. Ich weiß keine Ahnung, wo wir hier reinfahren müssen überhaupt. So, DRS machen wir nochmal auf. Ah, Raikön geht auch rein. Also wir folgen Raikön, lassen aber den Flügel wechseln. Auf jeden Fall lassen wir den Flügel wechseln. Ah, Auto. Jetzt hoffe ich, dass die Crew so schlau ist und den Flügel wechselt. Da stehen sie schon. Ja, sie wechseln auf jeden Fall. Oh, Junge. Aber krasse Hochgeschwindigkeitsbattles, einfach unnormal. Go, exit now. We're raus geht's. Go now. That was our last stop. No more scheduled pit stops. So, Latifi jetzt in der Box und wir gehen vorbei. In diesem Fall wahrscheinlich am Teamkollegen. Werden wir uns hier nochmal verbremsen. Und Leclerc ausgeschieden. Leclerc steht da vorne. Hat Leclerc das Auto abgestellt. Und kurz ein bisschen langsam machen. Okay, clear. Aber kein Safety Car, weiter geht's. Schauen wir, dass wir hier wieder rankommen an die Alphas. Oh. Aber die Reifen, die Mediums, die gehen halt doch nicht so flink. Wir sind in Runde 18 und wir sind wieder an Raikönnen dran. Mittlerweile wieder ein bisschen rangekommen. Den ganzen Rückstand wieder einigermaßen wettgemacht und sind sogar schon im DRS-Fenster drin. Raikönnen mit den Hardreifen, also der hat natürlich auch einen Nachteil dadurch. Aber seine Reifen, die halten natürlich deutlich länger dann. Also vielleicht kriegen wir die letzten paar Runden dann noch Probleme. Der Alpha-Kollege von Raikönnen hat sich da anders entschieden, ist auf die Medium-Reifen gegangen. Und wir folgen Raikönnen im DRS. Es sieht so aus, wie wenn Raikönnen da jetzt langsam Probleme hätte zu folgen. Aber Raikön hat noch DRS. Die lassen sich hier gegenseitig so ein bisschen. Ja, die ziehen sich so ein bisschen gegenseitig. Aber da kommen wir richtig gut ran. Und mittlerweile ist die Strecke auch schon drin im Kopf. Die Kurven gehen mittlerweile etwas besser. Ja, aber auf der Geraden, da ist einfach der Williams zu langsam. Müssen wir ein bisschen zurückstecken auf der Geraden. Aber Raikön ist schnell genug, um mit den harten Reifen noch zu folgen, so wie es aussieht. Also Giovinazzi kann sich da nicht so richtig gut absetzen. Obwohl er da echt hart... Oh mein Gott, das war knapp. Beinahe schon wieder Frontflügel beschädigt. Ein bisschen zu weit runtergeschalten. Das ist echt ein bisschen schwierig, hier die Kurven durchzufahren im richtigen Gang. Das ist echt eine Herausforderung. So, der S geht nochmal auf.
Zustand des Autos? No tire concerns at the moment. Just focus on the driving. Okay, keinen weiteren Flügelschaden, ist gut. Also jetzt ein bisschen aufpassen auf den Frontflügel. Nicht, dass wir nochmal einen Frontflügel verlieren, das wäre nicht so gut. Also ohne Linie ist diese Strecke so ein bisschen wie Vietnam, ist echt schwer. Wenn man noch nicht so viele Runden gefahren ist. So, jetzt greift Raikön an. Können wir darauf reagieren? Das ist nicht gut, was ihr zwei hier macht. Teamintern, ist das nicht so ratsam, was ihr hier tut? Blockieren hier die ganze Strecke. Ja, Dirty Air ist hier echt ein bisschen mies durch die schnellen Kurven durch. So, aber jetzt. Bisschen weit auf den Körb. Es geht nochmal auf gegen Raikön. Raikön geht rüber, wir gehen außen dieses Mal. Yes, come on, boy. Oh, der macht da... Das ist kein Platz. Das ist jetzt nochmal gefährlich außen. Rechtzeitig gebremst. Schwung mitnehmen. Das ist wichtig. Das ist sehr wichtig hier auf diesem Kurs. So, jetzt nochmal innen. Jetzt rechtzeitig bremsen. Oh, das war haarscharf. Da haben wir, glaube ich, ein bisschen Wheelbanging gehabt. Aber eiskalt durchgesetzt. Eiskalt durchgestochen. Jawohl. Und da sind wir wieder vorbei. Und das mit einem Flügeltausch noch zusätzlich. Also theoretisch müsstest du hier für die Strecke echt einen recht niedrigen Heckflügel nehmen und dafür am Frontflügel ordentlich was draufpacken. So, jetzt. Kommen wir gut raus. Da haben wir uns eben noch den Frontflügel demoliert. So, jetzt machen wir es gleich, wie bei Raikön. Wir gehen nach links rüber. Ah, es reicht wahrscheinlich noch nicht ganz. Da müssen wir nochmal zurückstecken. Aber kranke Battles. Kranke Battles gegen die Alphas. Gehen nochmal alles. Er geht links rüber für die letzte Kurve. Da sind wir außen. Oh, und was für ein Überschuss. Mit dem DRS. Bisschen spät sind wir auf der Bremse. Raikön kommt nicht mit seinen Hartreifen. Nochmal geht's auf die lange Gerade. Und jetzt müssen wir nochmal raushauen an DRS, was wir haben. Kein DRS natürlich zur Verfügung. Schaffen wir es nicht, da werden wir es nicht schaffen. Müssen wir ein bisschen aufpassen, ob wir die Kurve noch bekommen. Ja, geht er wieder durch. Also harte Battles um Platz 13. Aber es ist eigentlich ein gutes Ergebnis für den Williams. Gehen wir nochmal nach rechts rüber, das wird immer noch nicht reichen, oder? Nee, also Raikön kommt da nicht so richtig mit. Also wir können hier den Fight gehen. Es ist ein krasses Battle jetzt um Platz 13. Hätte ich nicht gedacht. Aber alle anderen sind einfach hier so weit weg von der Performance. Können eigentlich nur mit Alpha mithalten, mit dem Williams. Rein von der Top Speed geht da einfach nicht mehr. Also die Haas konnten wir hinter uns lassen. Jetzt nochmal ein Angriff. Es sind nicht mehr viel Runden. Die äußere Linie können ein bisschen enger gehen, ein bisschen zu weit. Raikön ist an seinem Teamkollegen dran. Geh nach links, wir gehen nach links, machen die Tür zu. Oh, moving under braking. Ja, war nicht ganz fein. War nicht ganz in Ordnung. Da hinten ist Raikön. Raikön kommt. Oh, es ist gefährlich, was wir hier veranstalten. So, Max Verstappen gewinnt. Reifen sind durch, sind zu heiß geworden. Kommen die Kurven nicht mehr durch. Da müssen wir ein bisschen auf die Temperaturen aufpassen. Aber wobei, es geht eigentlich. Aber die Abnutzung ist jetzt einfach krass. Wir müssen das Ding jetzt irgendwie einfach über die Ziellinie retten. Gegen beide Alphas. Platz 13 wäre schon mal echt top. Oh nein, oh nein, oh nein. Da müssen wir ein bisschen vom Gas gehen, dass wir da nicht noch eine Zeitstrafe bekommen. Dadurch geht Raikön auch noch durch. Oh, jetzt wird's wild. Jetzt wird's richtig wild.
Oh mein Gott. Also wenn du da crashst, wenn es da einen Crash gibt. So, nochmal der S auf. Oh mein Gott, was ein krankes Dreierduell. So, nochmal alles raushauen. So, jetzt machen wir es RS leer. Und das war's. Wir sind 13. Wir sind 13. in diesem Rennen. Alter Schwede, was ist das für ein Kurs? Es ist unnormal krank. Also da musst du wirklich Eier haben, ey, für diesen Kurs. Ja, Verstappen gewinnt. Wow. Aber gutes Racing. Also Racing ist auf jeden Fall krass hier. Wenn du den Motor dafür hast. Kurven exakt nehmen. Aber es ist auch echt krass gefährlich. Habe ich so nach wie vor im Gefühl, heute wurde einfach alles, dass es echt ein krass gefährlicher Kurs ist. Wir scrollen kurz durchs Ergebnis. Max Verstappen vor seinem Teamkollegen Perez, vor Hamilton. Hamilton Dritter. Geh mal kurz runter. Wir haben 2 DNF hier in diesem Rennen. Und Platz 13 ist ordentlich für einen Williams. Für einen Williams mit KI 95. Gar nicht so schlecht, das ist das Rennen, finde ich. Und jo, wenn es euch gefallen hat, gerne den Daumen nach oben raushauen, Abo da lassen, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, haut rein. Ciao, ciao.